Hallo meine Freunde, auch wieder hier mit der Let's Play Chrono Trigger und Luca liest Buch. Wir wollen, nachdem wir die Königin gerettet haben, endlich mal weitermachen. Nach ganzer Zeit. Ich hoffe, die Bildqualität, die ist in Ruhe. Die Bildqualität dürfte jetzt etwas besser sein, weil ich jetzt mit Fraps aufnehme. Ich habe vorher mit OBS aufgenommen, aber da hat mir die Bildqualität optisch nicht ganz so gut gefallen. Deshalb jetzt wieder mit Fraps und wollte ich irgendwas nachsehen? Da brauchst du noch einen Technikpunkt. Super. Kombi haben wir mit nur zwei. So, zurück und da leckst ein bisschen. Nicht so schlimm. Wir wollen zurück in unsere Zeit nach Möglichkeit. Und dafür natürlich im Kurs die Dinger hier platt machen. Do. Ach, Luke hat noch die Sicht der Gegner ausgerüstet. Also ich sehe, wie viel HP sie haben. Das sind Erfahrungspunkte, 6 Technikpunkte. Wunderbar. So, Moment. Luca war es, glaube ich. Ja. Thomas Sicht fällt mal weg. Die Schleife drin, das macht ich. Moment, könnte ich irgendwie. Trefferpuss. Ja, ist gut. Gut, wollen wir weitergehen. So, man muss natürlich hier oben wieder die Unterkunft bzw. das Shelter mitnehmen, wie es im Englischen heißt, im englischen Original. So, und dann wollen wir hier endlich mal weitermachen. Und ich sagte ganz oft so schlimm. So, boah. Wow, das war nicht schlecht. Das war echt gut. So, meine beiden Fernkämpferinnen hier. Machen wir die Rolli kaputt. Rams. Wunderbar. Yes. So. Haben wir dieses auch wieder erledigt und wir können weitergehen. Also hier unten war, glaube ich, nichts mehr. Nein, hier war nichts mehr. Gut. Yeah, triggern wir die auch noch. Schön. Machen wir die alle kaputt hier. Rams. Oh, verfehlt. Oh, das ist ein Critical. Sehr schön. Das war kein Critical, aber auch gut. Na, 5 Schaden, nicht ganz so viel. So, aber das auch. Und Erfahrungspunkte und Gil. Der hat eigentlich mit. Okay, klar, sie können keine Technikpunkte mehr kriegen, weil sie die Technik aktuell alle gelernt haben, die sie lernen können. Und ich muss niesen. Wow, so. Wir können mal kurz auf der Weltkarte ein bisschen gucken. Die Brücke ist immer noch kaputt. Und wir gehen einfach wieder. Wir können eigentlich mal in den Laden gehen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Keine Probleme, sagt mir, was ihr haben wollt. Irgendwas Gutes. Wir könnten. Oh, wir haben ganz viel Kohle. Was ist so Fug? Nein, nicht 2. Nicht 11, 2. Einmal den. Einmal den. Belebung haben wir 5, Tonic haben wir 10, Heilung können wir noch ein paar holen. Kosten nix. Und Unterkünfte auch nochmal 2. So, sehr gut. Dann können wir ausrüsten, die kleine Luca. Mit dem Pfeilgewehr. Sehr gut. Und der Fellkappe. Und den Bronzehelm für die beiden. Karateanzug. Ne, dann macht sie nur schwächer. Ja, passt soweit. Ansonsten irgendwas. Nein, der Stahldegen. Okay. Danke, bis bald. Ja, ja, ist okay. Manchmal sind die Textboxen echt seltsam. Egal. Wir wollen. Friedensschlucht. Hier wollen wir hin. Na, ihr zwei. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Einmal hier auch. Einmal. Ja. Yay, Gegner. Das ist aber normal hier. Rams. Critical. Okay, das überleben die nicht über 100 Schaden. Ist heftig. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, die Waffe sieht ein wenig anders aus. Oder? Ist die Waffe von Luca ein wenig anders aus? Klonk. Ich glaube nicht, aber Chronos Degen sieht immer ein bisschen anders aus. Je nachdem, was er gerade hat. Und
Sound Tonic Garten, super. Gut, gehen wir mal weiter zurück zum. Hier war das? Hier war das auch. Hier und das da sieht scheiße aus. Egal. Ach, da war das. Gut. Yay. Wie kommen wir nach Hause? Aurora, Prinzessin, wir. Bitte, nenn mich Male. Also gut, Male, Augen auf. Oh yeah. Wow. Luca, du bist erstaunlich. Ah ja, nicht wahr? Oh, ich meine. Keine falsche Bescheidenheit. Du bist wirklich begabt. Ich würde meine königlichen Vorfahren sofort gegen dein Genie eintauschen. Na, wenn du meinst. Jedenfalls nenne ich dieses Ding hier ein Tor. Es ist eine Art Portal, das dich an denselben Ort in einer anderen Epoche bringt. Bringen kann? Mein Gott, was ist denn wieder los? Leider sind diese Portale sehr instabil. Mit Hilfe des Tores, das an meiner Dimensionsbeamer entstand, habe ich eine Art Schlüssel konstruiert, mit dem wir sie nach Belieben aufschließen können. Aber warum erscheint dieses Tor überhaupt? Wegen einer Hyperreaktion am Beamer oder durch einen höheren Willen? Jetzt wird's mir zu spektakulär. Sieht super aus, wie die Zahl erstellt. Jetzt wird's mir zu spekulativ. Kämen wir nach endlich in unsere Zeit zurück? Genau. Ja, und weg hier. Die haben wieder irgendwelche merkwürdigen Pilze gefressen. Nein, das ist wieder eine Zeitreise. Und ich schütte mir was zu trinken ein. Yes. Du, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Moment. Puh, wir sind zurück. Chrono, Luca, habt ihr nicht Lust, mit mir ins Schloss zu kommen? Wir können zusammen zu Abend essen. Maler, entschuldige all das hier. Soll das ein Witz sein? Ich habe seit Monaten keinen solchen Spaß gehabt und auch keine Freunde. Chrono, sei so nett und bringe sie nach Hause. Ich habe noch etwas zu tun. Bis bald, Luca. Okay. Bringst du mich nach Hause, Chrono? So, wir sind wieder in der Gegenwart. Ich nenne es mal Gegenwart, weil es ist ja die Gegenwart. Und wir können. Jetzt haben wir die Kohle. Jupp. Nein, immer noch nicht. Nein. Ich möchte nicht. Nein. Ich sollte schneller drücken. Nicht Pause. Blödsinn. Chrono kriegt die Magnetklinge. So. Das war etwas sehr überteuert, aber ich wollte es haben. So, das werde ich immer noch nicht machen. Das kann ich immer noch später tun. Nur so zur Info. Hier drin kann man ein paar optionale Gegenstände kriegen, die teilweise auch die Endings verändern. Und das werde ich natürlich noch machen, weil ich möchte ein ziemlich gutes Ending möchte ich zeigen. Ihr werdet schon sehen, was das Besondere daran ist. So. Das Kloster ist übrigens. Hoppala. Das Kloster ist übrigens weg in dieser Zeit. Aber die Brücke ist repariert. Und wir können auch hier runter gehen. Hier runter. Gab es hier schon irgendwas? Hier ist ziemlich viel karges Land. Hier unten wäre noch eine Stadt. Nein, wir gehen jetzt einfach genau zum Schloss und folgen erstmal der Geschichte ein wenig. Wir schweifen mal nicht ganz so weit ab. Wir werden später noch kurz vor Ende sehr, sehr viele Sidequests machen und die kann man dann schön alle nacheinander wegmachen und zeigen. So. Wir. Hier war nichts. Nee, das hat ich schon geholt hier im Vault. So, bist du eigentlich auch jetzt hier? Nee. Bist nur in der Vergangenheit da. Ach komm, lass mich in Ruhe. Du bist viel zu schwach. So, die Magnetklinge sieht, glaube ich. Ja, ist ein bisschen heller als der letzte Gegner. Wow. Ah, etwas heller als das letzte Schwert, aber die Viecher hier sind gar kein Problem. Ja. Okay. 10 Erfahrungspunkte, das ist nix. Inzwischen sind wir total overlevel für das Gebiet hier. Ach, jetzt habe ich ihn aus Versehen berührt. So ein Mist aber auch. Na komm. Rems. Selbst Male kriegt die hier One-Hit hin, also von daher.
So. Wow, 5 Schaden. So. Ah, ein paar Erfahrungspunkte, Tonic. So. Wir gehen aber straight direkt zum Schloss. Und wollen mal schauen. Prinzessin Nadja. Oh. Alles in Ordnung, wo wart ihr? Seid ihr entführt worden? Die Soldaten haben euch gesucht. Gauner, du warst es also, der Entführer der Prinzessin Nadjas. Nein, Krono ist... Gestehe, du hast sie verwirrt und versucht, an den Thron zu kommen. Terrorist! Aufhören. Oh oh. We have a problem. Sofort aufhören. Was macht ihr? Prinzessin Nadja sagte... Idioten, ergreift ihn! Blups. Krono! Not so good. Dum 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 dum. Da 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 da. Die Musik ist super. Ich bin der Kanzler, der Kläger. Ich bin der Anwalt Pierre. Hohes Gericht. Der angeklagte Krono wird nun vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, Prinzessin Nadja entführt zu haben. Okay. Hoffentlich redet er nicht zu viel. Was habt ihr mit ihm? Was macht ihr mit ihm? Rosten? Für ein paar Jahre mit dem Kopf nach unten hängen? Oder einfach köpfen? Ja, genau. Ihr, die Geschworenen, werdet über ihn richten. Fangen wir an. Krono, wir. Dir wird hiermit befohlen. Ist der Richter. Krono, wir wird hiermit befohlen, die Wahrheit zu sagen. Krono. Wird der vorsätzlichen Entführung Prinzessin Nadjas beschuldigt. Aber hat er diesen Verbrechen überhaupt begangen? Und ich drehe mal den Sound für mich leiser, der wird gerade doch etwas sehr laut. So. Nein, es fand gar keine Entführung statt. Die beiden begegneten sich völlig zufällig. Tatsächlich bat ihn die Prinzessin darum, ihn begleiten zu dürfen. Tatsächlich? Wer hat mit unserem angefangen? Hallo. Ach ja, Zeugen berichten, dass du es warst, der die Prinzessin zuerst angerempelt hat. Hey. Oh, das hat wehgetan. Ja, so fast. Arglos folgte dir die Prinzessin zu Lukas' kleiner Vorstellung. Und dann seid ihr beide verschwunden. Wenn das mal keine Entführung ist. Ja, der Entführer kommt mit der Prinzessin zurück, ist klar. Und ich habe Fakten, die den Charakter des Angeklagten in Frage stellen. Einspruch. Solche Fakten haben nichts mit diesem Fall zu tun. Was meint ihr, Kanzler? Kronos Charakter ist in diesem Fall des... Kronos Charakter ist in diesem Fall das Pudel... des Pudels Kern? Hä? Okay. Das ist ein seltsamer Ausspruch. Er hat nichts zu verbergen. Unsere Zeugin, bitte. Ein kleines Mädchen, das für den Charakter des Angeklagten sprechen wird. Und... ist das kleine Mädchen, mit dem wir die Katze wiedergebracht haben. Der nette Mann hat mir meine Katze gefunden. Dankeschön. Das sagt doch alles. Dafür verdient Krono einen Orden. Na, fast. Puh, scheinbar akzeptieren sie's. Hier geht es ums Motiv. Hatte diese Intrige... Moment. Intrige Bürger Grund, Prinzessin Nadja zu entführen. Nein, hat er nicht. Ganz klare Erpressung. Krono, ihr Vermögen hat dich gelockt. Nein. Bist du dir sicher? Keine Verlockungen?
Kein bisschen. Denkt daran, er hat angeblich keine Interessen an ihrem Vermögen. Bitte die Zeugen. Hm, wer ist das? Oh ja, ich habe alles genau gesehen. Ich bin mir ganz sicher. Oh je, ich bin so nervös. Dieser Kerl schnappte sich das Amulett, ohne nach der Prinzessin zu sehen. Ja, wir haben es genommen und ihr wiedergegeben. Was wir nun hören, wird den Fall abschließen. Ich habe es ganz deutlich gesehen, wie sie laut um Hilfe schrie. Was, du brauchst mich nicht wie ein Kidnapper am Arm zu ziehen? Hä? Das hat sie nie gesagt. War das alles? Kann ich gehen? Mhm. Keine weiteren Fragen, euer Herr. Geschworene, wenn ihr für schuldig befindet, geht nach links, wenn ihr nicht nach rechts. Nicht schuldig. Yay. Nicht schuldig. Yay. Schuldig. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Schuldig. Waren es 5? Das wäre jetzt aber ganz schön knapp. Und nicht schuldig. Yay. Ja. Kein Gleichstand. Nicht schuldig. Ah, sehr gut. Und ja, okay. Schuldig kann jetzt gar nicht mehr werden. Schuldig. Ah, ich bin nicht schuldig. Sehr gut. Ruhe im Saal. Das Urteil ist gesprochen. Das Urteil lautet nicht schuldig. Aber da er immerhin mit ihr weggerannt ist, muss er zur Strafe 3 Tage Einzelhaft absitzen. Bringt ihn weg. Augenblick, verflixt. Prinzessin. Der König. Halt ein, mein liebes Kind. Aber Vater, ich möchte doch nur, dass du dich einer Prinzessin gemäß benimmst. Du musst die Regeln lernen. Überlass alles dem Kanzler und vergiss die Jahrtausendfeier. Okay. Wir gehen. Krono. That was not good.